Guten Morgen, ein fröhliches Gesicht, der Tag, der lacht, die Sonne scheint dir ins Gesicht. So glücklich bin. Glücklich ist? Nicht. Nicht? Nein. Ach komm, die Kinder bauen dich doch jeden Morgen richtig auf. Ist es nicht schön, jeden Morgen ein Lächeln zu sehen? Ich weiß, kriegen würde. Küsse. Von mir. Bitte. Das habe ich jetzt getraut. Der Dieter schreibt gerade: Moin Tommy, wenn du möchtest, schreibe ich dir einen Zettel für ein nicht verkehrstüchtiges Rad, falls Marlies das nicht schafft. Schon zweimal Daumen runter, da dreimal Daumen runter. Was ist los mit euch, Leute? Seid ihr Jeck oder was? Daumen runter, wie könnt ihr dann so was machen? Ich bin so ein armer Mensch und so. Tut im Herzen weh. Ja, macht mal nur so weiter. Und dann nimmt es richtig auf die 12. Auf die Goschen. Findet ihr wohl in Ordnung, wenn so ein Dieb davon kommt oder was? Und die kleine Maifestrunde hat euch auch nicht gefallen oder was? Ja? Mal extra die Kamera mitgenommen, dachte, ich lasse sie zu Hause, hätte ich besser machen sollen oder was? Ja, muss ich auch mal über böse werden. Oh. Ich mach mir schon die Arbeit. Und dann so was. Ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Tatsächlich war das ein sehr kleiner, also wir sind eine kleine Runde gelaufen. Und ich fand tatsächlich, war sehr, sehr, sehr wenig los. Und eigentlich auch allgemein wurde zu wahrgenommen. Ne? Also haben wir ja alle gesagt, irgendwie war weniger los und so. Außer zwei Touristen, die wir hier waren, die meinten, es war unerträglich voll. Ich sag, wo wart ihr denn? Skalzer Straße lang gelaufen, so viele Menschen. Also da war der die letzten Jahre aber nicht da, habe ich gesagt. Dann, eigentlich war das eben total wenig. Ich fand das super wenig, super, super wenig los. Naja, es war ja so, als wäre Volksfest. War so, ich sage, ja, war doch. Ist doch auch. War doch. Das haben die ja nicht mitgekriegt. Die haben gedacht, das ist ja immer so. Dann ist natürlich verständlich, dass das voll fanden. Ne, die dachten, die laufen immer auf die Straße. Dann sind Menschen hier viele Leute in Berlin. Ja, was ist denn heute los? Ist der 1. Mai oder was? Ne, die haben das wahrscheinlich tatsächlich gar nicht mitgekriegt irgendwie. Dass sie sich gerade im... Was die Leute auf den Straßen laufen. Sperrgebiet befunden haben. Ja. Dachten, das ist normal. Wolfgang hat mir erzählt von 38 Polizisten verletzt. Wobei denn? Ja, was denn? Das geht ja auch, wenn man überlegt. Na, weiß ich nicht, ist das so gewesen? Ich habe gar nichts über den ersten. Eben, ich auch nicht. Das war nicht mal in den Zeitungen drin. Eben, ich weiß ja nicht, wo der die Info her hat. Sind sie gestolpert, alle zusammen. Hier, pass auf. Ja, meinst du, so in der Truppe sind sie so gelaufen und dann so hingefallen und die Nase gestoßen? Ja. Der Block ist über eine Stunde lang. Ach, echt? Jetzt hast du doch wieder so einen langen. Ach, weil links da war auch wahrscheinlich auch. Ja. Und die kamen noch nicht mal alle drinne. Zwei Tretlagerwechsel habe ich extra gelassen. Eure Reparatur. Ja, zwei Tretlagerwechsel habe ich extra gelassen. Irgendwann im Winter mal schneiden. Naja, gleich sehen wir uns im Laden. Heute wird ein kurzer Vlog. Hier. Okay, kommt mal einfach mit. So, ich fange heute Morgen mal an mit dem Schrottrad wieder. Das ist eigentlich ganz geil. Ich glaube, ich muss morgens immer gleich sofort anfangen, irgendein Schrottrad zu machen. Weil morgens halt immer meist noch so eine halbe Stunde bis 40 Minuten Zeit. Heute ja nicht, weil Wolfgang eigentlich gleich kommt. So, wie gesagt, jeden Morgen ein Schrottrad anfangen, zumindest, ob man es gleich weggeschraubt bekommt, wage ich zu bezweifeln, aber man kann ja einfach mal anfangen. Der Chef ist wieder fleißig am Schrauben. Ja. Oh, wie grüß dich. Moin. Na, Leute. Ja, machen wir so. Ja. So
Ja, ach nee, ist der eigene Draht jetzt hier. Schrottrad. Okay. Schrottrad. Also habe ich geschenkt bekommen, beziehungsweise gegen einen Tag Fahrradmiete vertauscht, gegen 10 Euro sozusagen Gegenwert. Achso, okay. Also einen Tag, zwei Räder. Das ist ja für so Jugendrad geeignet, oder nicht? Ja, klar. Ich würde es dann aufbauen als Verleihrad. Nee, ganz einfach, weil ich in der Größe gerade den Stab. Es hat der Hebel gebrochen hier, weil es so ein schöner Plastikhebel ist. Mhm. Der wird gegen Metallhebel halt getauscht. Eigentlich war es das, glaube ich, denn schon. Die Strebe muss hier fest wieder. Also muss getauscht, wie ich sehe. Reichen sie nur noch ganz gut. Du, die Dinger werden, glaube ich, von Hause aus nicht viel gefahren. Ne? Mhm. Weil die sind halt schlecht. Sind halt billig wieder. Ja. Und dadurch werden die natürlich auch nicht gerne gefahren, nicht viel gefahren. Das ist nicht so. Mhm. Die sind niemals abgefahren, die sind immer nur totisch dann. Die Kette ist totisch. Ja. Also die ist nicht tot, die kann man wiederbeleben. Aber wie gesagt, das ist halt der Punkt, weil du dich aufregst, dass das so billige Ketten wiederbelebe. Nee, habe ich mich nicht aufgeregt, aber man kann mal, bevor man dem Kunden 10 Euro Arbeit aufschreibt, kann man ihm ja auch 10 Euro Kette aufschreiben. Das meine ich damit. Ja, für 10 Euro die Kette habe ich nicht. Tatsächlich. Ja, was ist da jetzt für eine drauf? Für 3 Euro. Die, gut. Also wie gesagt, 8 Euro ist so oder so jetzt Mindestpreis. Dann meine Mike für 8 Euro war ich so eine Kette auch wieder fit. Also. Plus nochmal das Kettenmaterial. Aber das ist. Bei einer Schaltkette würde ich sowieso nicht immer tauschen. Da musst du ein bisschen aufpassen. Wenn du eine neue Kette aufmachst, dann bist du dabei. Ja, das ist. Dann passt es wieder nicht mit dem Antrieb durch. Ja, hast du schon recht. Ja, ist dann, schon recht. Dann ist es doch besser, die Kette. Bei so Mehrfachdingern, ne? Bei Eingang. Ja, da geht das schon, aber wenn ich dann so eine alte Kette habe, so eine Herkules, so eine alte Kette, so eine Original-Sachs-Kette, die sind tausendmal besser als diese neuen. Darf nichts mehr kosten und soll nicht mehr halten. Ne? Ja, ja, und dann lass dir lieber die alte drauf oder so, wenn da das Ketten, meistens ist auch nur das Kettenschloss ein bisschen angegammelt oder so. Ja, passt schon. Was haltet mir hier? Bestimmt. Ja, bitte? Hier im OP? Bin ganz weit weg. Klingt alles weit weg. Ja. Hallo. Morgen. Mein Licht funktioniert nicht. Mein Licht funktioniert nicht. Na gut, dann gucken wir. Wir gucken. Gerne. Tommy macht das schon. Ja. Oh, Wolfgang ist da mit den News, mit den Neuigkeiten. Da muss er natürlich jetzt wieder nochmal, jetzt hat er schon mal vorgelesen, muss er nochmal. So, Wolfgang, du hast ja schon immer jetzt vorgelesen, geübt jetzt kannst du nochmal. Habe ich geübt, ja. Ja, ja, was ist die Schlagzeile heute? Das ist die Schlagzeile. Moment, ja. Hat er Müllschnitt verlängert bis 23, großes Rätsel zum Ausnehmen, wurden mit beliebter junge Name in Berlin. Alles nur, Barbies heißen so, alles. Das habe ich gerade wieder nicht verstanden, aber ich konnte es ja mitlesen. Hallo? Hallo. Nee, ich hab nicht dabei. Ich bin dann. Ja, ich im Augenblick bin ich noch hier. Bist du kurz hier im Moment? An, wann dieser Hunger dann kommt, ne? Ah, okay. Dann Mittag bin ich nur wieder hier, wenn man das Material mal ein bisschen verhält, oder was will ich nicht. Ja, aber nicht. Also wenn denn nur ganz kurz, weil ich muss dann auch noch mit dem Auto nach Hamburg. Ja, ich will das Telefon noch mal ruhig machen. Also ich habe jetzt zuerst ein Mietrad mitgegeben, weil ich bin ja immer so, ich sage, wenn ihr euch so ein Modell kaufen wollt, dann mietet, tut mir gefallen, mietet euch mal einen Tag, fahrt die üblichen Strecken, die ihr so fahrt. Und wenn ihr das dann nicht haben wollt, dann zahlt ihr eben nur 8 Euro, diese Miete. Wenn ihr das haben wollt, wird ihr die 8 Euro verrechnet. Ganz einfach mit dem Neurad. Das haben wir das Angebot. Das ist doch das Beste, was geht. Weil kasselt das, wenn die Leute sich draufsetzen und fahren bis zum Briefkasten und zurück und sagen, ja, nehme ich. Ja. Das kann ich überhaupt nicht leiden, weil ich weiß ganz genau, die sind eigentlich dann zu Hause vielleicht unzufrieden. Ja. Oder erste lange Strecke. Kommen, ja. Ja, sie macht, sagt sie, ah ja, wunderbar, Willi kam. Da habe ich ihr das gleiche Modell, gleiche Maß, alles bestellt. Neu. Und dann ist sie jetzt hier schon 10 Mal da gewesen, weil. Also, ich hatte das jetzt schon ein halbes Jahr, aber trotzdem immer so. Und hier, ich weiß nicht. Tja. Hallo. Dauerpatientin. Dauerpatientin. Ja, aber muss man ja auch mit Humor machen. Ich habe so ein Barbo-Lastenrad. Ach du liebe Zeit.
hinten das Ding Platten hat. Ja, kostet ein bisschen mehr natürlich, ne? Mhm. Bei den Dingern. 25 Euro Schlauchwechsel, wenn es kein Elektroantrieb ist. Nee, ganz normal. Egal. Bring vorbei. Kann ich heute einfach vorbeibringen? Oder? Ja, müsstest du natürlich schon irgendwann rechtzeitig, damit ich es irgendwann auch noch eintakten kann und machen kann. Na, aber du bist ja nicht sofort dran. Ich kann auch einen anderen Tag kommen. Ja, doch, noch ist noch was frei. Okay, ich muss es ja draußen machen bei Tageslicht. Deswegen. Ja. Ne, deswegen. Cool, dann ja, gehen wir mal los und kommen gleich mal wieder. Okay, was für eine Greifengröße ist es? Also ein bisschen kleiner. Na, das kriegen wir hin. Ja, alles klar. Gut. Gut. Danke, bis gleich. Und wenn mehr als 9, dann kann er ja. Wenn sie sich dann bleibt ihnen dann anderes übrig, dann geht der woanders und zahlt das gleich oder mehr. Ne? Ja, eben. Da, wo sie hier die Lastenräder machen, ich glaube, dann nehmen sie auch 25 Euro. Also, wo sie nur Lastenräder machen. Aber das ist doch immer noch was anderes, muss ich sagen, wenn du einen Angestellten hast und du kannst die Arbeit so weitergeben. Ja, man schätzt die Arbeit ganz anders ein. Das ist richtig, ja. Wenn man das selber macht oder so. Also wenn du sagst, na, mach mir Mechaniker dann hinten, dann sagst du, hier komm, gib 16, ist egal. Ja, aber du hast selber da nichts mit zu tun. Ja. Saubere Finger, alle. Ja. Aber du hast ja auch, wenn du jetzt für dich selber sagst, 16 haben oder nicht. Ne? Ja. So, das ist ja das Risiko dabei. Immer wenn ich einen Preis nenne und der Kunde sagt, oh, das ist mir aber zu teuer. Ne? Das habe ich nicht. Ist natürlich immer so die Frage. Das verstehe ich schon. Das will ich nicht. So würde ich gar nicht denken müssen, ehrlich gesagt. Das ist mir dann auch ein bisschen zu schade, die Zeit. Da mache ich dann andere Sachen. Ich habe ja hier drin genug zu tun, wenn das so ist. Ja, klar. Zu tun ist hier immer. Nach langer Weile. Jetzt ja im Sommer, wenn es jetzt nachher richtig warm wird, dann wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr hinterherkommen. Ne? Ja, ich muss mich ja auch ein bisschen aufsparen. Muss man so sagen, ich muss die Saison noch durchhalten. Mhm. Und ich meine, geht ja schon immer lange, ne? Also. Ja. Aber jetzt haben wir eigentlich lange gesessen, das 1 Uhr morgens geschnitten noch. Hast du hochgeladen? Ja, heute Morgen habe ich es hochgeladen. Der braucht jetzt noch. Der ist ja hoch, ey. Lied und Lied. Ja, der rendert ja auch erstmal ewig. Ja, gerendert ist schon. Ja, klar, sonst hättest du nicht hochladen können. 80, eine Stunde braucht er immer noch. Ich habe angefangen hochzuladen. Ich weiß ja nicht. Aber hier ist wahrscheinlich noch so ein bisschen lahmeres. Heute Morgen um 6 habe ich angefangen hochzuladen. Wie lang ist denn der Film? Der ist jetzt eine Stunde und eine Stunde eins, eine zwei. Ja. Meine Verbindung ist halt auch am Anfang schnell und dann wird es ja, ich habe ja dieses Problem mit Kabel Deutschland. Und dass sie einfach die Leitungen limitieren, warum auch immer, obwohl ich eine 400er Leitung habe. Ja, das ist ein Problem, aber das machen sie ja alle. Paradebeispiel, Mann, bin leider, ja? Kommt jetzt für den Panzer. Oh, Hollandrad, juhu! Hinterradplatt. Trotzmarathon plus zum dritten Mal. Es ist okay. Also innerhalb von natürlich einer gewissen Zeit. Also. Marathon plus mit Platten? Ja, Scherbe reingesch. Nee, ja nicht hier, aber mein Reifen ist einmal frei. Ich habe gestern mir schon angeguckt. Der ist tippitoppi, da ist nichts dran. Ich schätze immer, ein Nachbar hat. Mit Gewalt. Hat vielleicht punktiert mit einer Stecknadel oder so. Hatten wir schon mal. So, jetzt haben wir oben noch eine Dame, die möchte auch wieder was verstellt haben. Ja, das ist auch ein bisschen ein Problem, wenn man alleine ist, dass man tatsächlich, ich mach's ja gerne, ne? Aber du bist ja immer raus. Du willst dann hier schnell mal einen Griff anschrauben. Ja. Raus, nächste. Das ist. Kommst du nicht zu. Kann ich mir schon nervig vorstellen. Kommst nicht zu. Ja! Der Besuch ist da! Ah, der Ronald! Erstmal Kaffee. Hi! Ich habe dich schon mal, ich habe mal ein Video von dir gesehen, aber ich hätte jetzt. Du hast einen Namen, ich habe es nicht gewusst, aber ich habe das ist ja kein Problem. Ne? Einen kleinen Nippel da unten, dass ich so hochstecken kann. Ich richtig! Gestern was anderes. Ja, ja, ist ja auch gut. Ja. Na, 14 Euro, bitte. So, der eine YouTuber Tommys Fahrradsalon verkauft dem anderen YouTuber Wolfsmensufen Velo. Der hat ja auch was. Kamasura belege.
Ja, und der dritte Kaspar kommt, der steht hinter der Kamera, der guckt sich das alles an. Der guckt sie denn an. Millionenumsätze. Ja, hier wird gescheffelt, was der Zeug also hier. Die weißen Beutel da hinten, das ist... Das ist alles nicht sagen, ja. Das sie nicht zeigen. Nicht sagen. Nicht sagen, nicht, sagen, nicht sagen. Zeigen, warte mal. Und dann wüsste ich noch kurz die weißen Flecken auch von der Nase. Ach so, ditte meinst du? Jetzt. Gepuderte Woche. Nee, habe ich nicht. Ach. Passt schon, ist okay so. Ach Mensch, danke dir. Ja. Ja, das ist ja... Ohne Trinkgeld. Unfreiwillig. Ja. Ja, da kommst du also, irgendwann mal vorbei, kriegst einen Euro. Zuschauer. Weißt du, in Wahrheit ist das nur so eine Masche. Er immer, rundet immer auf, weißt du. Die Münzen, die hat er dann noch nicht. Naja. Ist ja, guck mal, hier ist mein Münzportal von diesem Jahr. Da ist noch nichts drin, diesen Jahr. Naja. Ja, die Scheine, die drücken immer so komisch da drin. Den kriegst du schlecht raus. Ja, Tommy ist schon ein guter Laden. Er hat hier mal ein Rad gerettet. Ja, das ging. Das ging dann tatsächlich. Aber allerdings ging das nur mit dir weit tatsächlich. Da muss man aber dazu sagen. Das muss man dazu sagen. Da haben die ganzen Hamburger Läden alle recht gehabt. Ja. Auch der Computer, der komische Roboter, der das Ding zuerst hatte. B19 0217. Oh, ja, der hat den am Wickel gehabt, der hat dann sofort seinen Roboterarm eingestellt. Arbeitet der wirklich. Konnte nichts zerstören. Ja, hier ist ein Rad. Na, bist du hier? Damit fährt er jetzt heute hier. Auch im Wagenfarbe lackiert hier. Das ist ja meine Größe, ne? Ne? Naja, nee, schön. Ah, ja. Also 18er Rad. Kette ist nicht verrostet, das gehört jetzt so. Das ist, nee, ist der neue, ist nicht der neue Schrei. Nein. Der Schrei nach Öl ist das. Das ist alles Altrot, das ist kein Rost. Ja, genau. Altrot. Man kann das alle Trennen benennen oder so. Das sieht alles. Ja, ja, nee. Ich höre Stimmen von Enten, Tommy kriegt Kundschaft. Warte, schon wieder? Mann, der ist so aufmerksam. So und auch ich werden jetzt mal eine Tour machen. Ja, so. Diese ja. Haben wir also gut abmoderiert. Hast du mich schockiert, aber das ist ja okay, gar keiner. Wo ist denn nur gut, ja, aber das ist eine Marke am Film. So sieht's aus. Das stimmt, du sagst immer Kundschaft. Das ist ein Mensch. Warte, ich hab doch Stimmen gehört. Ja, ich meine Straße nicht. Tja, Mensch, doch. Wolfsmensch auf dem Rad oder so. Nee. So, Prost. Bin heute Morgen aufgewacht, hab erstmal gedacht, ach schön, kannst ja weiter schlafen. Heute musst du nicht früh aufstehen, nicht Anouk wegbringen. Ich hab echt gedacht, es ist Samstag. Es ist ganz komisch, ich bin total verwirrt. Gestern habe ich gedacht, es ist Montag. Heute Morgen habe ich gedacht, es ist Samstagmorgen. Also irgendwie komme ich damit nicht klar. Ich hätte auch noch ein Trinkgeld gegeben. Dann nochmal Lastenrad draußen zu machen, Hollandrad hier drin zu machen. Und hier habe ich noch mein eigenes Rad jetzt, was ich eigentlich schon gerne noch die Bremse dran haben wollte. Also das muss ich auch noch machen. Also kann ich jetzt nicht einfach... Oh, ist das schwer. Nicht einfach beenden. Nicht einfach aufhören. Muss ich kurz mal durchziehen im Leben. Ja, der Marco, der ist jetzt weg. Der macht jetzt noch eine Tour. Okay, let's go. Dann ist ja eine kleine 8 drin. Ach, natürlich brauchen wir ein bisschen wie die 40. Was für ein Scheißrad, da sitze ich drauf, ich habe Schwierigkeiten damit klarzukommen. Ei, 9 Minuten noch. Ich fasse es nicht. 8 Minuten noch. Mann, ey. Um 12 Uhr ist der neue Vlog oben, also ich weiß es ohne. Time favorites. Holland Rod. Hinterrad.
platt. Trotz Marathon Plus, was ist da passiert? Wir gehen der Sache auf den Grund. Und zwar jetzt hier. Ein Hollandrad habe ich heute schon weggeschickt. Wegen diesem Bremssystem. Die haben da so ein komisches Bremssystem immer, wo diese bei der Trommelbremse unten diese Einstellschraube sozusagen, dieser lange Stift, der ist verpresst mit dem Zug. Und dieses System habe ich nicht und kriege auch nicht bestellt bei meinem Händler. Tatsächlich hier bei BBF gibt es das nicht zu bestellen. Und da kann ich eben diese Sachen nicht machen. Ich kann das nicht tauschen. Würde ich gerne machen, aber kann ich nicht. Musste ich so weiter schicken zu Radlust. Denn die machen nur Hollandräder. Und die sind auch beim Schlauchwechsel natürlich günstiger als ich, weil die machen den ganzen Tag nichts anderes. Oder vielleicht arbeiten sie halt auch mit dieser Reifenzange oder mit dieser Rahmenzange. Ich weiß nicht, wie die heißt. So, ich habe das Ding auch hier irgendwo liegen. Oder? Habe ich das? Ich weiß ja nicht mehr. Ich habe das die letzte Mal benutzt, die Reifenzange, vor 8 Jahren oder so. Ich bin nämlich überhaupt kein Freund von dem Ding. Ich baue nämlich das Rad komplett aus, das Hinterrad. Das werden die meisten nicht machen. Die meisten werden einfach mit der Zange hier das aufbiegen auf der Seite, den Rahmen, und das war's. Der Rahmen. Ja? Dann wird diese Luft raus. Luft raus? Ja. Ich verstehe nicht. Tast hier ruhig. Siehst du, ist keiner da hier. Also es ist normalerweise, hast du so im Sommer richtig viele Leute. Taxi, hier. Ich habe so viel Freunde, Taxi. Ganz ruhig, Katastrophe jetzt. Und alles teuer. Ja? Und alles teuer. Ja, ja. Keine Chance. Tja. So ist das. Das ist nicht mehr so hier. Mit der Gastronomie haben sie früher alle richtig gescheffelt. Richtig gescheffelt haben sie. Haben richtig Geld gemacht. Das ist alles vorbei. Und das sehe ich ja auch hier. Hier kommen ja auch keine Touristen oder so. Ich sehe das ja. Die kommen ja normalerweise, sagen wir hier, Rollkofferkonzert. Immer ja, schon zu der Zeit. Immer Rollkoffer, ohne Ende sind die hier drin ins Viertel. Und haben die ganzen, alle Airbnb-Wohnungen und so belegt. Jetzt ist nichts mehr. Da kommt keiner mehr. Die haben sich alle auf eingestellt auf Tausende von Touristen jährlich hier. Und sind vielleicht noch Hunderte da oder so. Aber an die Tausende geht das lange nicht mehr. Ist vorbei, die Touristen ziehen weiter. Aber so Kanalecken und so, also in Kanalnähe ist immer gut. Das wird immer gut bleiben hier. Aber diese Gastro-Leute, naja, die. Also ich komme jetzt drauf, weil er war ja Gastro. Die haben eine Arschkarte. Und weil sie eben gedacht haben, das wächst und wächst und wächst. Ne? Hey, aber irgendwann ist das Ende der Spirale. Und Touristen können auch nur 3-mal am Tag essen. Und hier gibt es Restaurationen für, da kannst du 50-mal am Tag essen gehen. Imbiss, Restaurant ohne Ende. Ich habe nichts gefunden, im Reifen ist nichts drin. Im Reifen ist nichts. Felgenband ist völlig in Ordnung und intakt. Ich habe nichts gefunden. Ich weiß nicht, warum dieser Reifen immer wieder platt geht. Ich habe keine Ahnung. Gottes Willen, ey. Moin, der Müller. Da bricht der hier fast zusammen. Der Punkt bricht. Punkt. Na, alles fisch. Berthold bricht. Der Bert bricht? Der Berthold bricht. Brzezniewski. Die alten Latten. Alte Latten! Ha! Die alten Latten. Oh, deine Lieblingsholländer, wa? Ach ja. Und vor allem zum dritten Mal. Weil jetzt nicht hintereinander, aber im Laufe der
der Zeit. So haben wir schon Marathon Plus drauf gemacht, aber ich schätze, die hat irgendjemand, der die nicht leiden kann. Weil da ist nichts zu sehen, nichts drin, drin fällt man alles in Ordnung, alles tippitoppi, nichts im Mantel, nicht überhaupt, nicht. Ja, und immer wieder bla, bla, bla. '80er Jahre Fischerrad, Tretlerrad tauscht. Ich beginne, es ist nämlich langweilig, nichts anderes zu tun. Und wenn ich dann halt sehe, dass der Bolzen hier schon komplett durchgehauen ist, dann da, dann weiß ich natürlich Bescheid. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Also ich löse zuerst mal den Bolzen. Und wohlgemerkt, ich hab noch keine Schraube oder Mutter gelöst oder so, da war keine drin. Ja. So, da haben wir es auch schon in der Hand. Das ist offensichtlich schon mal ausgetauscht worden. Wie auch immer, da schrauben wir die Pedale noch von ab. Und jetzt die andere Seite. Ich nehme mal an, das geht nicht so fluffy. Schauen wir mal. Ist das 10er? Ist das ein 10er? 10er Schlüssel. So, bis dahin. Na guck, funktioniert. Danke. Ja, hallo! Ja, wie geht's? Ja, nimm! Ja, ich hab's genommen, die Reiche, ne? Alles gut! Vielen Dank! Bitte! Dachte schon, der kommt nicht mehr, siehst du? Hab aber mal einen, der nimmt die ganzen Schläuche mit draußen. Ja, da war er jetzt wieder. Bitte! So, dann haben wir es. Wie gesagt, da schraube ich jetzt gleich noch. Packe ich schon mal hier rüber. Da schraube ich dann gleich noch die Pedalen ab, weil die brauchen wir ja wieder nachher. Oh. Da ist natürlich nichts mehr. Da ist nichts mehr zu löten. Gespannt. Die brauche ich nicht. Ach, die brauche ich ja nicht. So. Wollte noch mal zeigen, wie gut ich werfen kann. So, gibt es ein paar Hobbybewegungen auch. Diese hier. Oder eben diese hier. Oder diese. Das müssen wir jetzt lose schrauben. Jetzt brauche ich mal beide Hände. Achtung!
Nein. Da war mal gut Fett eingebaut, oder? Ich brauche beide Hände. Okay. Ich habe eine Chance. Seht ihr das? Uiuiui. Das ist jetzt alles Müll hier. Dann schätzen wir mal die Länge hier von dem guten Stück. Haben wir. Dann ziehen wir da einmal einen Lappen durch, machen ein bisschen sauber. Da ein bisschen auf die Finger aufpassen. Wenn sich so ein Gewinde löst, wenn man sich das so schön reindreht in den Finger, so zack, zack, das tut sehr lange sehr weh. Schön aus. Hier oben ist ein Kabel. Das dürfen wir nicht einquetschen. Seht ihr das? Kommt hier hinten raus. Und hier oben. Und das fürs Licht. Das dürfen wir nicht einquetschen, ansonsten als schick. Fett muss sein. Dann gehen die Lagerschalen noch immer wieder so schön raus. Wie jetzt gerade eben. Auch nach 5 Jahren noch. Außer das Ding hat im Wasser gestanden, ne? Aber das sollte man einem Rad ja eh nicht antun. Ja, jetzt kommt der Tretlager eingebaut und dann sind wir fertig mit dem Tretlagerwechsel. Packung wieder. Da muss ich jetzt heute mal trennen, jetzt mache ich gleich danach. Und hier sind wir wieder. Die Schrauben dabei, Tretlager-Schrauben. Ich weiß gar nicht, warum manchmal welche dabei sind und manchmal keine. Kann ich mir überhaupt nicht erklären. Weiß ich nicht. Meine typische BBF-Theorie ist, dass sie vergessen haben, die Tretlager-Schrauben rauszunehmen. Weil sie die ja einzeln verkaufen können. Guck mal. Ehrlich. Ja? Ist erstmal nur angesetzt. Müssen wir mal schauen, ob das da noch richtig, ob das richtig passt. Nee, das ist schief, ne? Der geht nicht. Ja, das ist gerade, das merke ich. Mal gucken, wie schief der drin sitzt. Müssen wir mal drüben auf der anderen Seite noch mal gucken. So, jetzt müsste er gerade sein. Gucken wir hier nochmal. Oh, sieht doch gut aus.
folgt das Einschrauben. Hallo, ist einer zu Hause? Nein, es ist keiner da. Gut. Ja, das war Tretlagerwechsel auf alle Fälle. Der ist fertig. Tretlager ist drin. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, aber nicht, kommt da noch ein kürzerer drin oder so. Wenn das dann zu lang ist, müssen wir mal schauen, was wir für die Kettenradgarnitur bekommen. Irgend so ein Stahl, ganz einfach, ganz simpel. Irgendwas, was zeittechnisch da auch so ein bisschen reinpasst. So, jetzt wird Zeit für was zum Mangiare, für was zu essen hier. Sky Ranger, das war ja wirklich eine fantastische Idee. Pizza Mamma Mia XXL, das war wirklich toll. Ich hole mal das gleiche nochmal, weil die war echt lecker. Warum nicht? Machen wir gleich auf deine Kundennummer. Nee, natürlich nicht. Ja, heute Morgen war ich auf den Trip, dass es schon Samstag ist. Deswegen habe ich gefragt, wieso aufstehen. Ach so. Wenn ich sowieso aufstehe. Ja, wegen Schule, meinst du? Ja. Ja, bitte? Ach schön. Das sieht ja bombastisch aus hier. Nee, ist das so? Ja, ist so. Ja, Tasche. Sag mal, bist du eigentlich Berliner? Ja. Bin auch Berliner. Das sieht ja bombastisch aus hier. Oh. Die ganze Riesenhalle. Voll. Eine Halle voll, genau. Voll. Nee, ich wollte nur sagen, also ich habe jetzt eine Meldeadresse in Zürich, in der Schweiz. Oh. Das wird hier alles russisch. Wegen der Bankkonten oder was? Nee, das wird hier alles russisch. Ganz ja? Europa wird russisch. Oh. Ja, so ein Ding, ey. Ja, nee, weil ich nur den vollen Keller sehe. Ja, damit ziehe ich nicht nach Zürich. Ne, brauchst du ja nicht. Mit so viel würde ich auch nicht nach Zürich ziehen. Das schaffe ich nicht. Damit würde ich auch nicht nach Zürich ziehen. Aber nee, also kannst ja machen, was du willst. Ich wollte nur sagen, das wird alles russisch hier. Ja. Also ich habe mich jetzt angemeldet in Zürich. Ja. Ich mache nächste Woche eine Visitenkarte in Zürich, ja. Nehmen die dich so einfach da auf, oder was? Nehmen die so einfach auf? Nee, die nehme ich nicht so einfach auf, ich mache den trotzdem. Gestern kam der Zoll, zeigte seine Marke, ja. Und meinte, wohnen Sie in Zürich? Ich sage, nee, in Berlin. Hallo, habe ich ein Paket für Müller. Ja. Was heißt denn? Dass Sie beim Briefkasten haben, war ein bisschen zu groß. Ah, okay. Danke. Danke. Da meinte der, wohnen Sie in Zürich? Ich sage, nee, ich wohne in Berlin. Na dann, gute Fahrt, meint er, der Schweizer Zoll, ja. Polizei war das, Schweizer Polizei, ja. Ach so. War dann nicht mal der Zoll, das war die Polizei von der Schweiz, ja. Aber so mit Marke und gleich drei Mann und so, ja. Mhm. Die Marke ins Abteil gehalten, da, wo ich gefahren bin. Und meinten dann, wohnen Sie in Zürich? Ich sage, nee, ich wohne in Berlin. Na dann, gute Fahrt, meint er. Ich will nur ganz kurz unterbrechen. Kannst du dir einmal meine Kette angucken, beziehungsweise die Schaltung? Das ist irgendwie ganz komisch rausgerutscht und steht auch schon länger so bei mir im Hof rum, weil ich das nicht mehr reingekriegt habe. Da lassen. Genau. Ja? So. Dann machen wir das nachher. Ich bin auch gleich weg. Ich wollte dir das bloß sagen. So von Berliner zu Berliner. Alles wird russisch. Was? Alles wird russisch. Ja, ja, klar. Ja, ja, sicher. Thomas, wann soll ich wiederkommen? Irgendwann heute Abend? Ja, kommst du heute Abend. Mach ich. Ja, ich dachte nur, ich sagte dir das, wa? Gut. Ja?
Ja, ich mache jetzt nächste Woche meine Visitenkarte, Anlageberatung für Sachwerte. Ach du liebe Zeit. Ja, naja, irgendwann muss ich ja auch arbeiten. Ne? Na, hast du da eine Adresse in der Schweiz? Ja, natürlich habe ich eine Adresse in der Schweiz. Ja. Ich wohne da, ich habe da ein Zimmer. Und warum sagst du denn, ist nicht in, bist nicht in der Schweiz, wohnst nicht in der Schweiz? Ja, das zeigt zu der Polizei erstmal, weil ich nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen will. Ich bin Anlageberater. Ja, ja. Viel Erfolg. Ja, danke. Ja, ciao, ciao. Du musst nicht immer alle loben, was du siehst oder was du von anderen hörst. Ja, du? Das ist klar. Das ist klar. Geschirrspüler. Zerlamert mir das Essen. Mann, das ist doch normal. Aber so gleich. Ah, ich muss plötzlich. Ja, dieses Ausgussbecken habe ich auf der Straße gefunden. Ne, ist aber noch komplett, ist noch intakt. Für mich, ich finde das toll. Ich schraube das jetzt hier an und werde das weiter verwenden. Einfach nur als Ablage für irgendwas oder so. Guck, Auftrag, endlich. Oh Mann, was ist denn heute los? Hier kommt der gar nichts rein. Mal kurz mal einen Bremszug fertig. Ist ja schon lange kaputt, sagt sie. Das höre ich so oft immer, jedes Mal. Ist schon lange kaputt. Ach, das stört mich eigentlich nicht. Jetzt lässt es nur Jans machen, weil, pass auf, jetzt nicht, weil sie endlich gemerkt hat, oh, ich brauche eine zweite Bremse. Sondern weil sie das Rad nur geborgt hat und zurückgeben will. Immerhin, wenigstens haben sie dennoch irgendwie diesen Anstand, die Räder reparieren zu lassen. Nicht für sich selbst, nicht für die eigene Sicherheit. Nee, weil sie das zurückgibt. Ist ein Ding, wa? Ist eine ganz komische Einstellung bei den Leuten hier. Statt einfach, ne, muss funktionieren oder so. Nee. Das ist nicht so dramatisch. Für mich reicht eh eine Bremse. Na, dann machen wir es mal schnell ganz. Also, bis gleich. Ja, bin fertig. Schaut mal hier. Da. Schaut mal da. Da. Quetschhülse dran, Bremshülle neu, Bremszug neu und Bremsen tut's. Fantastisch. Also die hat, mit dem Kettel hatte ich das noch schon. Okay, aber der Rahmen ist noch gerade, ja, nicht, dass da einer irgendwie, der ist so verbogen. Ach so. Ach Mensch, nee, du, oh Mann, nee. Mehr? Ja, ja, nicht mehr, sondern... Nichts? Alles? Alles. Oh, okay. Mann, nee, das ist, nee, das geht oh, nicht. Oh, no. Und was bedeutet das denn? Warum? Ich kann ja sowas nicht aufbauen eigentlich. Das ist Quatsch. Ich nehme ja Geld ab dafür, wenn es nur 80 Euro sind, aber das... Yes. Weil das kaputt. Ist... Mehr. Das bedeutet eigentlich, dass weder das noch das zu machen sind. Also eigentlich... Aber ehrlich gesagt, in einem normalen Fahrradladen, so wenn du so irgendwo in so einen großen Laden mit so einem Ding kommst, die sagen, nee, weg, Müll. Ja. Das ist ganz ehrlich, knallhart. Das bauen wir nicht mehr auf, sagen sie. Also, nee. Weil der Rahmen ist unten verbogen. Ja. Also da, genau, mein Frage ist ein bisschen, also soll ich Geld da so da rein lassen? Das ist deine Entscheidung. Ich würde es nicht mehr machen. Nichts mehr? Ich würde es nicht machen. Kann aus Schiede kein Bonbon machen. Kann man. Aber das ist ein Bonbon, der nach Scheiße schmeckt. Das ist es. Man kann alles nett verpacken. Ich
Niemals, ey. Da sind schon drei Räder hier zum Entscheiden. Die Räder sind halt Schrott, die Rahmen sind verbogen. Das ist echt, wenn dann so ein verbogener Rahmen ist, was soll ich den Leuten denn erzählen? Da kann ich den Leuten nicht erzählen. Oh, das ist aber toll. Da steckt man noch 80 Euro rein, oben drauf. Auf den kaputten Rahmen machst du einfach nochmal ein 80 Euro Begräbnis und so. Was soll denn das? Das ist doch scheiße. Da muss ich dir nur sagen, das ist eine Gefahr. Das Ding würde ich nicht mehr fahren, ganz einfach. Wenn der Rahmen hinten am Ausfallende total verbogen ist, dann fährt das Ding noch nicht mehr geradeaus. Da überlegt sie, ob sie das repariert. Ah, nee, scheiße, geht nicht. Das andere ist aber auch total kaputt. Ja? Das ist wirklich alle zu machen. Das ist der Antrieb zu machen, alle. Das kostet 150, 200 Euro, alle zu machen. Alle Züge, bis auf einen habe ich ja gemacht. Alle Bremsbeläge. Der Schlauch ist auch noch kaputt. Die Reifen sind zu machen. Der Antrieb ist zu machen. Das sind 150 bis 200 Euro. Das rechnet sich nicht beim Rad, was da irgendwie im guten Zustand für 150 schon greifen kannst. Im guten Zustand. Das ist ein Kurs. Ich habe keinen Bock, diese Billigbremse einzustellen, habe ich überhaupt nicht einmal den Ansatz von Bock. Ja, also es ist wirklich ein Graus. Man kriegt die nicht eingestellt. Das ist Müll, das ist Abfall. Das ist richtig gehend Abfall. Ich möchte einen Metallhebel vorne dran haben, der zieht, zack. Ich möchte hinten eine Metallbremse dran haben. Die zieht präzise mit einer Feder, die sich präzise einstellen lässt. Ganz präzise. Mit einem Stück, mit einem Druckstück auf der Feder, was nicht wegrutscht. Wird einem aber suggeriert, als müsste man eine Doktorarbeit schreiben oder was für. Den Scheiß. Die Ohrbremse, zack, fährt die ran. Das war's. Allhonga-Bremsen einstellen. Ihr kriegt die Krise. Ihr könnt da ausflippen. Ja, gibt nichts Schlimmeres. Deswegen mag ich gar nicht alte Werk. Das mag ich. Ich kriege die Krise jetzt. Tut das Ding so, als könnte das tatsächlich ordentlich spannen. Ich fasse es nicht. Ich werde verrückt. Wisst ihr, was ich meine? Ein Bremssockel immer fluffig halten. Ne? Das ist das A und O. Die Kanti-Sockel immer sauber halten. Den Rost ab. Jetzt versuche ich die Allhonga-Bremse irgendwie wiederzubeleben. Das rechnet sich ja überhaupt nicht eigentlich. Muss man ja auch mal dazu sagen. Ich weiß ja nicht, was die kostet. 4 Euro oder was? Der größte Fehler von dem Ding ist wahrscheinlich die Feder hier. Jetzt mache ich hier Fett drauf. Auf diesen Sockel hier, da kommt Fett drauf. Das ist die Vorspannfeder. Vorspannposition. Jetzt gebe ich mal Vorspannung drauf. Ich zieh ab, Achtung. Boah, ist das. Rostig wie Sau hier. Fett drauf. Mach mich richtig fett drauf. Wahnsinn, ey.
Was das ausmacht. Okay. Okay, pass auf, jetzt müssen wir die ja einmal frei einstellen können. Jetzt zieht sie auf der rechten Seite mehr als auf der linken. Jetzt müsste man sie einmal frei einstellen können, mit Hilfe der Schrauben. Also hier ein bisschen mehr Spannung drauf. Mal gucken, ob sie reagiert. Ja, reagiert. Wahnsinn. Also steckt eine Viertelstunde Arbeit in jede Bremse irgendwie. Kann auch Allhunger sein. Schaut, ob die Schrauben direkt gegen die Feder drücken. Dann macht die richtig sauber machen, richtig fett reinmachen, damit es nicht gleich wieder, es sind halt unedle Metalle, die eben oxidieren, rosten etc. und dadurch eben Reibung verursachen und eben nicht mehr schön funktionieren. Da hilft nicht einfach nur WD-40 reinsprühen, du musst da echt auseinandernehmen, zerlegen, sauber machen, richtig mit Stahlwolle ein bisschen den Rost wegmachen, von den Sockeln Fett drauf machen, alles wieder zusammenbauen, dann fein justieren, fertig aus. Dann läuft das Ding auch mit so einer billigen Allhungerbremse, was mich so richtig ankotzt. Ist trotzdem nicht so ein geiles, präzises Bremsen natürlich. Das ist schwammig, das ist nix, ja. Also das liegt dann eben aber auch letztlich an den Hebeln, an diesen Plastikhebeln hier. Ja, die sind ja auch nicht. Der Point-Hebel hier, so ein billiger Hebel. So ein Metallhebel, der da dran. Und alles ist Bombe. Das ist so ein richtig gutes Ding. Dann am Ende. Ich sag euch so, wie es ist: Wenn ihr eine Viertelstunde in die Bremse reinsteckt, privat, alles gut. Wenn ihr in den Laden geht und der muss da eine Viertelstunde rummachen an der Bremse, das kostet richtig Geld. Das ist Quatsch. Da kann man noch eine neue anbauen. Dann hat man wirklich was lange was davon. So, jetzt fahre ich nochmal Probe draußen und dann wartet das mit dem Kackrad. Da muss das mal erledigt sein. Ja, was soll ich sagen, fährt sich gar nicht so schlecht, war eigentlich. Also wenn man da so ein bisschen Bock drauf hat, so viel zu kleben, alles natürlich, aber... Bist du der Schnellste mit in der Stadt, mit dem Ding. Gut, nächste Rad. Was ist denn das nächste Rad? Nächste Rad. Das verkaufe ich doch sofort, wenn das fertig ist. Ich hab da einen Tretlager drin brauchen. Das Herkules. Das ist doch Fakt. Wenn ich da einen Tretlager drin baue, ist das doch sofort weg. Nee, der ist durch. Ach, der ist der Rahmen durch. Das geht nicht. Der Rahmen ist durch, leider. Schaut hier. Guckt mal hier. Seht ihr das? Vom Rücktritt. Oh, geknickt. Der geht ja so nach oben. Hier oben ist er auch eingeknickt. Da beult er. Der Rahmen ist Asche. Das kann ich nur schlachten. Schlachtig. Wird's halt geschlachtet. Schaut zu, ich schlachte ein Rad.
So, jetzt haben wir ihn komplett auseinandergenommen. Hinten ist schon mal alles fertig. Jetzt gehen wir nach vorne zum vorderen Teil. Schauen wir mal. Mensch, dann habe ich heute echt geschafft, zwei Räder zu schrotten. 2033. Fantastisch. Fantastisch. Jo, das ist mal kaputt. Ne? Kaputt. Kann man nichts machen. So wie das Schrott. So, na, die Hebel nehme ich auf alle Fälle noch mit hier. Den Lenker nehme ich noch mit. Okay, das war's. Ding ist Asche. So, hier sind wir fertig mit Rädern, mit Schrotten. Tatsächlich, jetzt muss ich echt mal gucken, was ich da oben noch habe. Würde ich gerne von oben anfangen wegzuschrotten, weil hier vorne stehen auch noch welche, aber die will ich ja gar nicht schrotten hier vorne, die Räder. Die will ich ja nicht aufbauen. Da haben wir hier zum ersten eine Pegasus Avanti. Milano, nicht Avanti. Jetzt bin ich voll drauf hängen geblieben auf Patrick sein Pegasus. Der Rahmen vielleicht ganz gut, die Gabel ist hin. Die ist komplett fertig hier. Pegasus Milano GT. Da steht's. Dahinter steht's. Die Gabel ist durch. Die muss raus. 2043, das mache ich aber nicht mehr heute. Jetzt ist Feierabend, ich räume jetzt ein, ich baue jetzt alle Sachen zusammen. Ich bringe mir meine Uhr wieder um. Wir sehen uns gleich oben. Weiß ich nicht, sehen wir uns gleich oben? Nein, ich mache jetzt hier schon Schluss. Ich muss schneiden, ich muss das sofort schneiden. Jetzt ist so viel Material wieder heute. Das reicht für 3-4 Videos. Von gestern habe ich ja auch noch, um Himmels Willen. Ich freue mich, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Denkt dran, bitte kommentieren. Bitte abonnieren, okay, könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Wenn es euch interessiert, bitte abonnieren. Ansonsten lasst lieber bleiben, schaut lieber so auch mal rein oder so vielleicht bei den Videos, die euch wirklich interessieren. Aber kommentieren wäre geil, kommentieren, Daumen hoch, Daumen runter, scheißegal. Und denkt daran, am 19. ist hier vom Laden, 10 Uhr, ist hier so diese 1000 Abonnententreffen. Da treffen wir uns hier kurz und dann gehen wir, was weiß ich, überlegen wir uns, wo wir hingehen, kurz am Kanal, trinken, aber was weiß ich, trinken Bier, trinken eine Selta, trinken eine Limo, trinken was auch immer. Die Marlies ist dabei, mein Sohn ist dabei, sagt er. Also da weiß man nicht, wir wissen bei keinem, außer bei mir. Ich bin auf alle Fälle dabei, meine Frau ist auch auf alle Fälle dabei, Anouk ist dabei, meine Familie. Und dann sehen wir uns kurz und setzen uns kurz hin, quatschen ein bisschen, lernen uns ein bisschen kennen. Ist doch auch nicht schlecht. Und vielleicht kommen ja 2, 3. Vielleicht kommen auch so mehr.
Ich komme damit überhaupt nicht klar mit der Situation. Aber wie gesagt, vielleicht sind es auch nur zwei oder drei, dann ist es eine ganz gemütliche Runde. Setzen wir uns vielleicht sogar irgendwo ins Restaurant oder so und essen echt eine Kölner Döner oder was weiß ich, irgendwie so. Ne? Der Patrick wollte kommen, auf alle Fälle schon, finde ich geil. Also, wie gesagt, kommt vorbei, 19.05. hier vom Laden, 10 Uhr, erstmal treffen. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Ja? Also, alles klar, bis dann, macht es gut, ciao, euer Tommy.